Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Rocket. Mir steckt zwar noch so ein wenig das lange Bundesliga-Wochenende in den Knochen und im Geist, aber da muss ich mich jetzt auch mal wieder von befreien. Einfach mal wieder 12 schnelle Spiele in den Niederungen des Online-Skats, wo ganz sicher ein steiler Zahn gereizt wird, wo ganz sicher aufs Ganze gegangen wird. Da bin ich jetzt auch wieder munter mit dabei. Und ja, hier erster Schreckmoment. Irgendwas ist mit dem Kartenblatt. Ich hatte es die ganze Zeit auf dem französischen Deck. Jetzt habe ich es wohl irgendwann demnächst wieder aufs bunte deutsche Deck umgestellt. Hoffe, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Und hoffe, dass hier ein wenig Spannung aufkommt. Im ersten Spiel glaube ich es jetzt eher nicht, denn es wird gerade Kreuz gespielt, wo ich nur die zwei Trumpf dagegen habe. Stechfarbe wurde gefunden. Ich möchte natürlich nicht von hinten nochmal antreten, deswegen ziehe ich den Pik Buben, der ohnehin blank steht. Wenn mein Partner eine Trumpfstärke hat, dann kann uns das was nützen. Und wenn, so wie hier, der Alleinspieler dann sowieso ein Zwei-Farben-Spiel hat, dann schadet das auch nichts. Da hätten wir sowieso nicht mehr viel bekommen. Herz König macht zwar hier noch den Stich, aber das langt natürlich nicht, um aus dem Schneider zu kommen. Also schnell geschenkt und ab zur nächsten Partie. Naja, für 18 würde ich ihn nehmen, aber ich bekomme ihn nicht für 18. Und habt ihr das gesehen? Spieler 3, der nimmt den Skat schneller auf, als mein Schatten sich überhaupt bewegen kann. Also das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Sehr, sehr schnell gespielt, sehr schnell erstmal die 18 gehalten. Und auch hier die Karten, ja, das ist eine gewisse hyperaggressive Spielweise, sage ich mal. Vielleicht auch ein Tick ungeduldig, schwer zu sagen. Auf jeden Fall auffällig, dass das also so schnell geht. Da habe ich auch sofort so einen gewissen Verdacht, welcher Spieler sich dahinter verbergen könnte. Dieses Spiel hat er jedenfalls nicht gewonnen. Deutlich schlechter als das erste. Und hier einen Stich in Pik machen wir mit Sicherheit auch noch. Bei den Trümpfen muss er natürlich auch noch Pik dabei haben, wo er nur zwei Karos hatte. Ja, haben wir ihn erstmal kalt gestellt und jetzt habe ich hier einen Ansatz in Vorhand und ihr seht es wieder, es ist noch nicht mal ganz die Karte aufgenommen, da ist die Reizung schon bei 40, aber ich sage mir jetzt, nee, mein Freund, ist okay, du hast vielleicht einen Gang, du reizt vielleicht einen Gang, vielleicht reizt du aber auch nur ein Kreuz ohne Dreien. Meine sechs guten Karten müssen hier reichen, Pik Ass, 10 König, Dame und die beiden Buben, vielleicht die Kreuz 10 noch als siebte gute Karte, zumindest als eine, die ich drücken kann. Also da schaue ich mal, für 48 bin ich jetzt Besitzer, eine Verstärkung wäre natürlich ausgesprochen willkommen, ist aber nicht drin. Herz 10 und Karo Dame. Gut, 20 drücken. Jetzt sollten die Buben aber schon springen. Jetzt müssen wir auf ein Kreuz ohne 3 in Hinterhand hoffen. Ist nicht der Fall. Er hat beide Buben dagegen. Ja, dann wird's schwer. Das sage ich gleich. Das wird jetzt wohl kaum zu lösen sein, obwohl er beide Pik mitbedienen muss. Denn die drei Asse, die noch fehlen, die werden wohl bei Spieler 3 stehen. Sonst wäre die 48er Reizung nicht zu erklären und dann ist es doch sehr fraglich, wie ich jetzt gleich noch den Stich zum Sieg machen soll. Also ich glaube nicht, dass es gelingt. So, ich ziehe jetzt natürlich noch meine Stehkarten hin, hoffe dann, dass ich Spieler 2 ans Spiel bringen kann. Oder dass jetzt einer die Nerven verliert und da nochmal einen vollen reinwirft, ist aber nicht der Fall. Es kommt nur Kreuz König auf 56. So, und wenn jetzt schon ein König kommt, Spieler 3 hat garantiert noch drei Asse, den letzten Buben, ja, vielleicht noch die Herz-Lusche oder die Herz-Dame, schwer zu sagen. Vielleicht steht er aber auch doch irgendwie nur in der Karo 10, also, Ich glaube, es ist egal, Herz-König. Vielleicht muss ich Herz-König spielen, aber ich glaube, es ist egal, es macht alles keinen großen Unterschied. Den wird er auch rausnehmen, ja, und Karo 10 ist bei Spieler 2. Nee, okay, das war dann einmal zu scharf am Wind gesegelt. Da gab es einen kleinen Strömungsabriss und schon ist mein Spiel in der Tonne. Ich habe es aber in dem Moment, muss ich ja auch sagen. Ich habe Spieler 3 dann auch nicht gegönnt, so wie der hier loslegt. Man darf sich da die Butter nicht komplett vom Brot nehmen lassen. Er hätte sein Spiel wahrscheinlich sogar gewonnen, dank der blanken Kreuz 10. So habe ich es eben verbaselt.
Ja, hier wieder gleich Sprungreizung von 24 auf 48. Also Spieler 3, ich glaube, du bist einer meiner ganz speziellen Freunde. Der hat sicher nachher noch was anderes vor. Der muss ganz schnell das hier erledigen. Speedy Gonzales ist nichts dagegen. So, hier dann natürlich Glück. Herz 10 und König fällt blank und auch die Pik 10 fällt blank. Jungs kam verteilt, davon ganz abgesehen. Okay, damit ist der Gang natürlich gewonnen. Okay, gut möglich, dass er hier in der einfach bestellten 10 steht. Pik zu 5, 2 Buben, Herz Ass war vielleicht auch blank. Ja, dann hat er vielleicht sogar die einfach bestellte 10. Vielleicht hätte ich hier schnibbeln sollen mit Kreuz König. Tatsächlich hat er sie mit Kreuz König und dann direkt Karo 10 spielen. Aber sei es drum, nimmt er hier einmal den Schneider mit. So. Das könnte ein weiterer Auftritt von mir werden, wird es auch. Allerdings natürlich erst bei 22. Kann ein Rang werden, kann ein Kreuz werden. Gucken wir. Ja, also wieder schlechte Findung. Keine deutliche Verstärkung. Gut, okay, der fünfte Trumpf in Kreuz. Dann wollen wir mal den Kreuz versuchen. Drücken wir ihn auch, ja, nicht schwach, sondern behalten wir mal die Stärke in Karo. Hoffen auf ein blankes Einspiel. 11 Augen Herz, erstmal gar nicht so schlecht gelaufen, und da kommt das blanke Karo-Einspiel. Und das Einzige, was ich jetzt natürlich nicht sehen möchte, ist bei einer Trumpf-4-2-Verteilung, dass mir dann der Zweitrümpfer noch in Karo was absticht und dann auch dadurch meine 10 verbrannt ist, weil der Viertrümpfer dann auch kein Karo mehr hat. Deswegen jetzt in der Hoffnung auf eine 3 zu 3 oder 4 zu 2 Trumpfverteilung einmal Trumpf von oben. Krieg ganz harmlos zwei Luschen und dann wusch, ach du Scheiße, 5 Trumpf dagegen. Ja, das ist natürlich dann mal wieder wehrlos, das Spiel. Da braucht man kein Prophet sein, auch wenn ich hier die Karo 10 heimbekomme. Wenn schon 5 Trümpfe dagegen stehen, hätte ich natürlich wenigstens ein blankes Trumpf Ass beim Eintrümpfer gebraucht, was ich mit dem Kreuz Buben absammel, dann wäre ich vielleicht noch mal ins Rennen gekommen. So wird das nichts, selbst wenn Spieler 3, der die Trümpfe hat, jetzt noch ein volles dazugeben müsste. Und das muss er hier, aber das langt mir trotzdem nicht, denn jetzt hat er mit Pik Karo Bube natürlich Rest. Also, übel für mich gelaufen hier. 0 zu 2 gehört zum Skat aber auch dazu. Manchmal musst du Staub schlucken und dann, ja, kann man sich hinterher natürlich selbstkritisch fragen, ob man da auch die Karte überzogen hat oder ob das gerechtfertigt war. Also ich habe hier noch keine Bauchschmerzen, ich kann das gut vertreten. Und ja, das macht auch den Reiz des Spieles aus, dass du eben manchmal gnadenlos auch auf die Fresse bekommst. Und dann heißt es eben aufstehen, abwischen, weiterkämpfen. Es kommen dann auch wieder die besseren Karten und na, ich sag mal so, auch für Spieler 3, irgendwie habe ich das Gefühl, ist hier noch nicht das letzte Beatspiel gefallen. So, jetzt ist Spieler 2 das erste Mal im Zug, im sechsten Spiel. 0 wird getauft. Spielen wir mal aus der kürzesten Farbe, die kleinste Karte. Das wäre natürlich an sich die Kreuz 7, aber die 7 nehmen wir aus dieser Regelung einmal raus. Das wäre vielleicht ein bisschen zu früh. So, jetzt zeigt mein Partner vermutlich seine blanke Farbe. Herz. Ich komme wieder ran. Nun ziehe ich noch einmal das Pik Ass, damit mein Partner auch weiß, in Pik braucht er nichts abwerfen. Das ist für uns eine tote Farbe. Und jetzt bringe ich die Herzkarten hinterher. Abwurf, wie ich es mir erhofft habe, in Kreuz, König, Dame. Einmal der Zwischenzug mit dem Buben, um die letzte Karte abzuziehen. Und ja, hat es hingehauen auf Kreuz 8, 9. Stand Spieler 2 und hat jetzt auch erstmal einen auf der rechten Seite angeschrieben. Können wir uns also diesmal nicht vorwerfen, dass wir nicht ein wenig was für den Jackpot tun, denn die Hälfte der Abreiz- oder Verlustspielgelder, die ja 50 Cent, die gehen immer in den Jackpot. Und das hat ja in den letzten Wochen ein bisschen weniger gut geklappt, was ja auch nicht schlecht ist. Wenn alle Spiele gewonnen werden, beschwert sich meist auch keiner. Aber diesmal können wir wohl mit gutem Gewissen behaupten, dass wir alles tun, um den Jackpot auch zu füllen. So. Herz wird gespielt, ich habe 4 Trumpf dagegen und mein Partner, der ja sehr wahrscheinlich Trumpf kurz ist, öffnet mit Karo Ass. Muss denn das sein? Kann er nicht erstmal versuchen, den Ball flach zu halten und mir in Hinterhand was freizuspielen? Jetzt denke ich mal, wird es
ambitioniert, hier noch was zu gewinnen, gerade wo ich noch die blanke Kreuz 10 im Blatt habe. So, Spieler 3, der hat wohl auch nur 5 Trumpf Maximum, der sticht jetzt hier schon die 2 Augen des Karo Buben heim, so kurz ist er da schon. Aha, allerdings hat er dann jetzt noch den letzten Trumpf, den Kreuz Buben. Ja, gut, ich kann die Kreuz 10 jetzt sowieso nicht schützen. Ich spiele ihn erstmal einen Trumpf ein, soll er mal selber antreten. So, und da kommt Pik König. Natürlich denke ich mal, dass er die Pik 10 in der Hand hat, aber trotzdem wäre es mir schon lieber, mein Partner nimmt vielleicht mal raus und öffnet von da Kreuz, gibt dem Spieler nochmal eine Chance, einen Fehler zu machen, auf Kreuz zu schnippeln, Jagd auf die 10 zu machen. Oder mein Partner hat vielleicht zweimal noch Karo, wenn gar keiner gedrückt ist, glaube ich aber auch nicht. Nee, er kommt mit Kreuz und ja, er tut's tatsächlich. Er ist aber wirklich so spitz auf Knopf, dass er jetzt hier noch mit den letzten 4 Karten schnippelt, obwohl noch ein Bube draußen ist, obwohl noch Karo draußen ist. Und damit haben wir ihn jetzt natürlich, denn jetzt wird er das Kreuz aus logischerweise nicht mehr heimbekommen. Immerhin entscheidet er sich hier noch richtig, behält die Pik 10 am Ende, verliert. Aber mit 43 Augen, also 43 Augen, da kannst du auch mal das Kreuz Ass raufnehmen. Selbst wenn die 10 nicht kommt, sind es 54 und dann die Pik 10 ziehen. Aber Spieler 3, also ja, der will es dann auch wirklich wissen. Er spielt nicht nur sehr schnell, sondern ja, wie ich schon sagte, scheint mir ein Symptom für eine gewisse Ungeduld zu sein und besonders präzise ist das auch alles nicht. Aber was soll's, wird er sich sagen, nehme ich jetzt halt einen Grand Hand hinterher. Gut, müssen wir halt auch mitspielen. Ja, ich weiß gar nicht so recht, was ich abschmeißen soll. Der sieht natürlich besser aus. Okay, Herz 10 kriegen wir nach Hause, 28 Augen. Da langt es ja mal, Kreuz Dame zu spielen. Wenn da noch ein Kreuzstich ist, dann kommen wir jetzt jedenfalls raus. Und da ist unser Stich für Schneider frei. 5 von 8, sage ich mal. 5 von 8 Beatspiele, das ist ja heute ein fröhlicher Reigen. Dass hier heute eingepasst wird, das habe ich ganz gut im Gefühl, diese Gefahr, die besteht nicht. Pik, und da habe ich nur einen Trumpf dagegen. So, da fange ich mal so ein bisschen Link an, sage ich mal, unter dem langen Ass, unter dem Ass zu viert. Ja, und manchmal, wenn du Link anfängst, dann fällst du auch auf die Füße. Den Stich habe ich mir natürlich anders vorgestellt. Spieler macht den Stich erstmal mit der Kreuz-Dame. Gut, wenn er die Kreuz 10 noch in der Hand hält, wenn ich ihm die also rausgespielt habe, dann kann das noch günstig für uns werden. So, ich tue meinem Partner erstmal hier nur Karo König rein, damit er weiß, er kann. Also auf Karo braucht er nicht unbedingt antanzen. Er kann vielleicht mich jetzt gut in Herz anspielen, auf dem Herzkönig. Das ist hier eigentlich das Signal. Aber er bringt jetzt Karo Lusche. Okay, wenn er ihn in Karo einspielen will, ist das für mich auch in Ordnung? Nee, aber er spielt tatsächlich unter seinem Ass und das ist jetzt natürlich wieder ein ziemlich leichter Abwurf für den Alleinspieler. Der wirft auch nicht die Kreuz 10 ab. Ja, entweder hat er sie nicht, aber das muss ich trotz alledem versuchen. Ich muss es versuchen, ob er die Kreuz 10 schnappt, schleppt, und ansonsten kann mein Partner gegebenenfalls überstechen. Nee, tut er aber nicht, wirft die Herz Lusche ab. Ja, also ganz ehrlich gesagt, hätte ich mir dann anstelle von Karo Lusche lieber direkt die blanke Herz Lusche gewünscht. Gut, ich glaube, es macht hier gar keinen Unterschied. Das Spiel ist zu stark, Kreuz 10 war im Keller. Wir machen hier den einen Stich im Herz mit dem König und der Schmierung. Sind wir aus dem Schneider. Also Spieler 2 hat sein erstes gewonnenes Spiel. Ja, bei mir kommt aber auch nicht so richtig was. Insofern, ganz besonders insofern, bin ich auch nicht unglücklich, dass ich meine paar reizbaren Spiele auch versucht habe, auch wenn sie nicht funktioniert haben. Das ist ja beim Skat so, gerade auf so einem kurzen Format, denke ich mir doch, da sind schlechte Nachrichten besser als gar keine Nachrichten. So, und jetzt kommt hier wieder so ein Hinziehrang. 4 Asse gezogen, ein Bild geschnappt, ja, 62 Augen, also noch eine volles im Keller. Ein
Leichter, schneller Sieg wieder für Spieler 3. Und jetzt müsste ich aber mal ein Anschlussspiel bekommen, wenn ich hier noch Spieler 2 wenigstens greifen möchte. Also hier habe ich einen halben 0 und einen halben Pik. Ja, meine Erfahrung ist, zwei halbe Spiele, das wird selten ein ganzes Spiel, macht aber nichts. Ich reiz jetzt trotzdem und bin bei 24 dran. Ja, und da haben wir es wieder. Keine gute Findung. Kreuz 7 und Dame. Wenn ich nun zwei kleine finde, habe ich den Nullouvert, aber die Dame ist natürlich nicht gut. Mit Kreuz 7 Dame oder blanker Herz Dame kann ich den Nullouvert nicht spielen. Also müssen wir jetzt hier in den sauren Apfel beißen und mal wieder so ein wildes Spiel machen. Pik ohne 5, 13 Augen im Keller. Ja, Herz vollen muss ich stechen, würde ich sagen. Und dann noch irgendwo ein kleines Extra-Äuglein herangeln. So. Karo war gar nicht mal so schlecht, 27. Wahrscheinlich blank, vermute ich einfach mal. Aus Dame König wäre auch eher ungewöhnlich. Und wenn Spieler 2 jetzt an Stich kommt, Karo von da spielt, ist natürlich Spieler 3 nicht informiert und wird wahrscheinlich stechen. Aber das ist eigentlich nicht gut. Er nimmt Trumpf rüber und spielt Trumpf zurück. Also hat offenbar hier doch den Riecher, dass ich so trumpfschwach bin. Das gefällt mir natürlich nicht, denn ich möchte und muss ja meine Trumpf 10 verstechen. Idealerweise auf einem Herz vollen. Und da kommt Karo König. So, stechen. Das ist doch nicht zu fassen. Jetzt hat plötzlich Spieler 3 hier diesen Riecher nicht zu stechen. Ich hoffe doch mal sehr, dass die Kreuz-Lusche nicht blank war, denn dann kann ich das Spiel natürlich auf keinen Fall gewinnen. So habe ich natürlich vielleicht noch eine Chance, wo Spieler 2 dran bleibt, aber auch der spielt es jetzt über Trumpf. Allerdings ist jetzt meine Trumpf 10 hoch und Spieler 3 spielt mich auch nicht in Trumpf ein, etwa mit der Lusche, sondern er bietet die Herz 10 an. Das sind 47. Wenn jetzt ich das Ass läuft mit dem König, dann habe ich das Spiel gewonnen. Tatsächlich kriege ich hier den Kreuz König. Ja, also das war mal ein Spielverlauf, den kann man nicht vorher erfinden, den kann man sich nicht ausdenken. Ungewöhnlich auf jeden Fall. Trumpfzüge zwischendurch, dann doch irgendwann mal Karo König abgeschmissen, aber dann doch nicht die Traute gehabt, da schon das Kreuz Bild reinzulegen, sondern die Kreuz Lusche. Und damit hat Spieler 3 mir dann im Nachhinein doch eben den Gefallen getan, dass er sich den Kreuz König blank gestellt hat, dass ich den leicht abziehen konnte. Und jetzt hier also mein erstes Gewinnspiel, meine erste kleine Hausnummer, der Ehrentreffer, wenn man so will, mit so einem Spiel gelingt. Okay, jetzt gucke ich noch mal. Minus 8 zu 136, das sind 144 Unterschied. Also Spieler 2, ich nehme dich jetzt noch mal ins Visier. Ein 96er für mich wäre willkommen. Ja, oder wenn Spieler 2 jetzt noch ein teures Spiel verliert, auch dann hätte ich ihn noch geschnappt. Er reizt schon mal und meins ist jedenfalls kein 96er. Spieler 2, taktisch zu klug, steigt jetzt auch bei 20 aus und damit nochmal ein letztes Mal die Chance für Spieler 3 zu zeigen, was er drauf hat. 18er Reizung plus der lange Weg, da schlage ich dann aus der kurzen Farbe, aus der Doppellusche auf in Karo, aus meinem 10er zu dritt. Mag ich irgendwie nicht antreten, habe zu sehr die Sorge, dass ich da vielleicht gerade eine Stechfarbe von meinem Partner treffe. Und das würde den Alleinspieler begünstigen. So, er sticht auch direkt Karo König und ha, das war ja auch ein schneller Auftritt hier, würde ich sagen. Ich denke mal, wo Herz Ass gestochen wird, also Viererlänge Herz beim Alleinspieler und ich habe die drei dagegen. Herz Ass bei uns ist das Spiel wohl auch schon erledigt. Das wird er jetzt wohl nicht mehr gewinnen. Jetzt kann ich natürlich noch mal wunderbar hier überstechen und die stehenden Herzkarten spielen. Mein Partner wirft Kreuz ab, gut, dann dürften wir jetzt das Kreuz Ass uns auch noch einverleiben. Ich muss ja gerade noch mal drüber nachdenken, nicht, dass mein Partner hier Mist gebaut hat. Nun wollte ich gerade die Kreuz 10 ausspielen, da fliegen schon die Karten. Also zählen wir mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Betspiele out of 12, also ein ausgeglichenes Torverhältnis beim Tennis, müssten wir jetzt in den Tiebreak, also auch kein Wunder, dass jetzt hier keiner glänzen kann, keiner irgendwas gewonnen haben wird, außer Erfahrung. Und davon würde ich mal sagen, haben wir aber eine ganze Menge abbekommen. Reichlich, ja, reichlich zu schmunzeln, reichlich Erfahrung. Ja, so geht es eben auch. Hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht. Hoffe, im Gegenteil, ihr hattet euren Spaß an diesem kleinen Gemetzel zum Abend.
Bleibt am Ball, bleibt dem Skat treu und wie immer wünsche ich euch gut Blatt.